Das Pferdefestival hier in Redefin war im Dressurbereich absolut international. Wir hatten Reiter hier aus Korea, aus Finnland, aus Norwegen, mit Reitern, die sich zum Teil für die Asian Games vorbereiten, aber natürlich auch mit Hauptaugenmerk auf die Olympia-Qualifikation für Paris nächstes Jahr. Es zählt im Prinzip jede Prozentzahl über 55 und je höher das Ergebnis ist, desto mehr Punkte kann man dann für die olympische Rangliste in seinem Teil der Welt sammeln.